Herzlich willkommen zu den PBE Patch Notes. Heute werfen wir einen Blick aufs neue Hextech Crafting System, womit ihr in der Lage seid, euch billiger oder sogar umsonst Champions, Champion und Ward Skins oder Summoner Icons zu holen. Erst einmal braucht ihr Meisterschaftstruhen. Wenn du oder einer deiner Kameraden in einem Matchmade Game, also alles außer Customs, eine Leistung von mindestens S- erreicht, gibt es eine Truhe. Pro Monat könnt ihr maximal 4 Truhen erhalten und jeder gespielte Champion kann pro Season eine Truhe erhalten. Allerdings könnt ihr Truhen auch im Shop für 125 Riot Points das Stück kaufen, wobei der Inhalt einer Truhe immer mehr wert ist als ihr Preis. Um eine Truhe zu öffnen, braucht ihr Schlüssel. Diese erhaltet ihr zufällig bei einem Win eines Matchmade-Games. Wenn ihr mit Freunden spielt, ist die Chance höher, einen Schlüssel zu bekommen. Aber auch Schlüssel bekommt ihr zur Not für 125 Riot Points im Shop. Durch das Öffnen einer Truhe erhaltet ihr Beute, Beutesplitter oder Essenzen. Splitter braucht ihr, um permanente Inhalte wie Champions in der Hextech-Werkstatt freizuschalten. Wer darauf keine Lust hat, kann Splitter allerdings auch für eine temporäre Nutzung einlösen. Von den Essenzen gibt es zwei verschiedene. Einmal die Champion-Essenz, mit der ihr Champion-Splitter zu permanenter Beute aufwerten könnt, und die kosmetische Essenz, die verwendet wird, um alle anderen Beutetypen wie zum Beispiel Champion- oder Ward-Skins aus unterschiedlichen Splittern zu fertigen. Werfen wir einen Blick auf die Werkbank. Hier könnt ihr Gegenstände einlösen, umwandeln, entzaubern oder aufwerten. Beim Einlösen könnt ihr einen Splitter für 7 Tage nutzen bzw. eine permanente Beute eurer Sammlung hinzufügen. Beim Umwandeln könnt ihr 3 ähnliche Beutestücke in permanente Beute des gleichen Typs umwandeln. So erhaltet ihr aus 3 Champion-Splitter einen zufälligen Champion, der euch noch fehlt. Beim Entzaubern löst ihr Beute in Essenzen auf, um mit dieser Essenz aus anderen Splittern permanente Beute zu machen. Und zu guter Letzt das Aufwerten, mit dem ihr mit Hilfe von Essenzen aus einem Splitter permanente Beute macht. Das war vorerst alles zum Hextech Crafting. Fragen gerne in die Kommentare. Das System soll schon bald auf dem PBE sein und damit auch nicht mehr allzu weit entfernt vom Live-Server. Was haltet ihr davon? Ich persönlich halte es für eine großartige Idee von Riot, Spielern die Möglichkeit auf kostenlose Skins zu geben. Und sehe als einzigen Nachteil nur, dass Leute in Normal Games jetzt wahrscheinlich noch mehr tryharden werden, wenn das überhaupt noch möglich ist, um ihre Schlüssel zu bekommen. Aber man kann nicht alles haben. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gute Sache für die Community. Cool fände ich es allerdings noch, wenn man die Splitter untereinander tauschen könnte. Das wäre ganz geil. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.